Tja, Leute, so schnell kann das gehen. Und zwar wurde aus dem kurz auf den Desktop gehen irgendwie 3 Wochen. Ja, oder zwei. Dann machen wir mal zwei raus. Weil die Festplatte war echt proppelvoll. Ich musste die ganze Zeit rendern, musste die ganze Zeit dann hochladen, damit ich das wieder vom PC löschen kann. Ey, ihr glaubt nicht, was das für ein Datenfresser ist, dieses Fraps-Programm hier. Ohne Spaß. Da nimmst du 2 Stunden auf und hast glatt 500 GB voll. Ja, und dann wohin damit, ne? Erstmal alles durch, rendern hier, kodieren noch natürlich vorher, damit das überhaupt alles in das Bearbeitungsprogramm reinpasst. Ja, und ich habe jetzt Gott sei Dank ein neues Programm entdeckt. An der Stelle nochmal ein Dankeschön an den guten Hex. Auch ein Let's Player werde ich auch mal hier heute in dieser Session hier mal rein verlinken unten in den Beschreibungen. Der hat mir nämlich ein Programm gezeigt, womit man Aufträge, also Jobs so gesagt, verteilen kann. Das heißt, wenn ich jetzt angenommen 30 Fraps Einheiten habe nach der Session, die ich jetzt hier aufnehme, dann kann ich sagen, yo, du machst jetzt die 30 Stück, danach fährst du Rechner runter. Und das dauert dann seine 4-5 Stunden vielleicht. Da kann ich irgendwie nicht die Keule nehmen, die da liegt. Nee, geht leider nicht. Naja, und dann fährt er runter und ich brauche halt nichts mehr machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel pennen gehe, ja, wenn ich pennen gehen sollte, dann mache ich das vorher kurz. Und damit hätte ich dann dieses Problem mit dem Codieren weniger. Dann könnte ich die ganzen Fraps-Dateien schon mal weghauen. Also mal zum Vergleich, eine Gothic, also 2,3, 2,5 Minuten Gothic sind 4 GB. Und wenn ich das kodiere, sind es noch 60 MB. Wo ich stehen geblieben bin, hier nochmal, ohne auf das Kodieren hier zurückzukommen. Ich wollte die Banditen hier noch klatschen und habe mir deswegen die Armbrust hier zu eigen gemacht. Speicher natürlich vorher, wie ihr es von mir kennt. Und einen habe ich schon, glaube ich, tot geklatscht. Und der. Ja, ich habe mir das Video natürlich vorher nochmal angeguckt. Und der Typ, der hier oben noch drauf rumgimmt, der ist mein nächstes Opfer. Extra die gute Armbrust genommen hier. Na, kriegst jetzt Gesicht. Oh Junge. So, gucken wir nochmal kurz eben schnell, ob wir einen schönen Trank haben. Zwiebeln wir uns mal hier die nochmal schnell rein. Zup, zup, zup. Noch einen, weil wir es können. Ein Schuss noch und dann dürfte er auch platt sein. Ja, und weg mit dir. Das ist natürlich mega fies, die Stellung hier oben, weil sobald man hochklettert, kriegst du Pfeil in den Kopf und fällst die Leiter wieder runter. Und somit kannst du den Typen da oben gar nicht erst erreichen. Du musst den irgendwie mit dem Bogen oder. Ist gar keiner da? Mit dem Bogen oder irgendwie so, musst du den halt platt machen, alles geht's ja gar nicht. Wupp, 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 wupp. So. Joa. Gucken wir mal weiter. Da sind auf jeden Fall noch mehr, also kann man ja nicht sagen, dass da hier nur zwei Banditen sind. Aber ich speichere auch lieber vorher wieder, weil ich weiß nicht, wie viele jetzt da irgendwie noch rumlungern. Ich weiß, dass da welche waren. Ich habe das Spiel ja schon ein paar Mal durchgespielt, aber. Also es wird auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall sterben. So viel ist schon mal ge gewiss. Genau deswegen. Guck dich schon wieder mit dem scheiß Bogen an. Aber vielleicht kann ich dir so ein bisschen um die Ecke pullen hier. Ich weiß nicht, ob. Ich hab nichts. Ah, da kommt gerade wieder ein Teamspeak rein. Habe ich ihn jetzt gepullt gekriegt? Oh ja. Bisschen pullen kann man die, das ist schon mal gut. So. Wo er jetzt gerade steht. Immer noch dort. Jetzt komm einfach ran, du Homo. Jetzt muss ich mich hier auf einen
Bogen-Armbrust-Duell einlassen. Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen. Naja, hat der schon mal Gesicht gekriegt. Guck mal, ob wir so weit überschießen können. Oh, Junge, yo. Da spritzt doch das Blut. Das sehe ich doch. Ah, oh, treffen die echt? So einer Distanz? Ach so, Gaddafis da, Alter. Kann doch nicht sein. Nehmen wir mal irgendwie ein paar Tränke. Ich muss gleich sowieso nochmal irgendwie zurück. Ein paar Tränke kaufen. Das speichere ich und dann renne ich einfach mit meiner Machete drauf. Na. Ich glaub's nicht. Ich hab grad die Switchen dann wenigstens so irgendwie in die. Ich nehme jetzt Machete auch in die Hand. Position. Aber dem ist leider nicht so. Naja. Oh, oh! Ein Sinneswandel. Guck mal, wie weit ich die noch hierher gepult kriege. Quentin Tarantino und down bist du. Next. Ah, das ist natürlich jetzt. Ach Mann. Natürlich keine Pfeile mehr. Ganz geschmeidig. Oh Gott, jetzt habe ich 1000 Melee-Waffen in der Hand. Ganz geschmeidig mal einfach auf den Bogen hier wechseln. Schöner Langbogen. Verpiss dich mal. Kriegt natürlich auch sofort Gesicht. Da haben wir Quentin getötet. Ist Anführer der Räuber oder so. So, Räuber. Die haben natürlich ihre Standardsachen dabei. Ein Reis nicht zu vergessen. Was hat der Quentin da Schönes bei? Ach, auch nur Bullshit. Ich hab gedacht, da kommt jetzt irgendwie wenigstens so ein bisschen. Aber ich glaube, die sind jetzt sowieso schon alle mega mad auf mich. Oder? Na Leute, was geht? Ich bin's, Foxel. Ach ja, okay, die sind echt alle mad. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, wie viele Pfeile da mehr fliegen. Kommen die jetzt auch, oder? Nee. Oh, doch. Lol, Alter, kommt der hier um die Ecke getriggert. Oh, mal ganz. Ja, der soll mal ein bisschen näher kommen. Ah, da haben wir ihn doch. Der macht da jetzt auch was Kranz. Und schnell das Messer rein. Weg mit der Rübe. Natürlich ausrauben, weil die haben ja auch alle schöne Pfeile dabei. Aber serienmäßig 10 Pfeile dabei, aber schießen wie ein Weltmeister hier um sich, ey. Hat da gerade irgendwas gedroppt? Ich hoffe nicht. Ah, der Typ da hinten, der wird jetzt auch erstmal leiden. Er macht hier einen auf. Natürlich. Ey Leute. Alles Räuber hier.
Oh, Gesichterduell hier. Und. Alter, der geht doch voll in die. Ja. Nächster. Trolla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 . Hohohoho. Na, ich drück einfach echt die ganze Zeit einfach nur W und guck mal. Ach, nächstes Gesicht. So, jetzt kriegst du Gesichter. Also treffen ist nicht so wirklich meine Stärke. Auf der Distanz. Ja, höre ich nicht zum ersten Mal. Machen wir mal kurz ein paar Tränke snacken hier. Und dann kriegt er auch nochmal Gesicht. Learning by doing, Alter. Das war jetzt gerade 3 in 3 schon. Ja. Ah, viel zu einfach. Zwar ein bisschen gemogelt, aber was soll's. Hauptsache, die kriegen ja alle ihr Fett weg. Sind ja immerhin Räuber. Und ich gehöre ja jetzt zur Garde. Ich muss sowas ja bekämpfen, aber so wirklich Sinn ergibt das hier nicht. Also man, ich glaube, dicken Loot oder so hat man ja auch nicht. Es geht einfach nur darum, einfach ein paar Leuten mal aufs Maul zu hauen, denke ich mal. Sich kann man, den Spacken kann man sich auch nicht wirklich anschließen oder so. Ich meine, das wäre ja auch lachhaft, wenn man die Wahl hat zwischen Sektenspinner, altes Lager, neues Lager und hier Räuber. Ah, der wird gegrillt, der Typ, ist mir gar nicht aufgefallen. Sieht aus, als will er ein Stück davon abbeißen, von dem Scavenger, der da auch oben aufgebäumt ist. Na komm, looten wir den auch nochmal schnell, bevor alles verbrennt und dann machen wir uns wieder von dannen. Denn wir haben noch eine Mission zu erfüllen. Wir müssen noch ein paar. Ja, genau, was müssen wir eigentlich machen? Ah, genau, hier die Foki müssen wir noch sammeln. Wir haben jetzt den Trollschlucht und Stonehenge, das heißt, es fehlen noch zwei. Einen haben wir ja mal schon abgegeben am Anfang. Ui, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ah ja, herzlichen. Sowas können sich Entwickler eigentlich auch sparen. Wenn da nichts drin ist, warum dann so einen Raum überhaupt machen? Ich habe nicht ein Level abgekriegt, ne? Ja gut, mir fehlen noch. Ja, mir fehlt nicht mehr wirklich viel. Zwei Blutfliegen klatschen, dann ist das, hat sich das. Jetzt muss ich eigentlich gucken, wo muss ich denn jetzt als nächstes hin? Stonehenge war oben links, da wo ich bin. Das heißt jetzt rechts. Rechts und unten rechts muss ich, glaube ich. Ja. Und vorher mache ich nochmal einen Abstecher ins alte Lager. Und werde mir dort nochmal ein paar Sachen einkaufen. Falls da überhaupt noch irgendwen gibt, der Sachen verkauft, weil Dexter habe ich ja schon ausge... Der verkauft keiner mehr was. Scheiße. Kriege ich jetzt Heiltränke her? Ja, warte mal, es ist der neue Part schon angebracht. Also, was heißt Part? Neuer, hier. Neues Kapitel. Vielleicht hat Dexter dann wieder neue Waffen oder so. Muss er ja. Kann ich ihn wieder umhauen. Ah, warum habe ich Fisk getötet? Oh Mann, das war auch echt nur ein Versehen, dass ich den Spacken umgebracht habe. Naja, was will man machen? Man kann sich ja nun mal nicht aussuchen, wen man umbringt. Ah, die sind hier auch immer Tag und Nacht an Tratschen. Die haben, glaube ich, auch kein Zuhause. Aber das wundert mich. Ich habe doch jetzt Dexter ausgeraubt. Ich habe Fisk ausgeraubt. Ich habe schon ordentlich Gegner gekillt. Und ich hatte nur die paar Bolzen da, die ich verschossen habe. Weil ich hatte ja am Ende keine Bolzen. Man musste deswegen auf Bogen wechseln. Ist ja schon wunderlich.
Früher wäre das nie passiert. Ja, oh, was macht er denn? Aber in Extremo ist jetzt auch schon abgezischt. Wir haben auch keinen Bock mehr. Aber es ist auch. Ist mal ein nettes Gimmick, dass hier in Extremo auftritt. Aber das, ist eigentlich auch der Fehler schlechthin. Dass die sagen so, ja, hier aus Kurines in Extremo. Ja, wie kommen die dann wieder aus der Barriere raus? Schwachsinn, ey. Na, Dexter, was geht? Hier, Gomez, alle Achtung. Du hast mich sauber besiegt. War ein guter Kampf. Zeig mir das. Ich habe hier nur... Na, der hat... Oh, na, der hat einfach nichts mehr. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, was jetzt als nächstes tun? Ups, da habe ich gegen das Mikrofon geschlagen. Ich würde sagen, wir pennen jetzt erstmal nochmal eine Runde. Und dann machen wir uns einfach auf die Suche nach dem nächsten Fokus. Und dann suchen wir uns dann nochmal den nächsten Fokus raus. Dann haben wir diese qualvolle Aufgabe auch schon mal wenigstens erledigt, weil ich... Na, ich bin echt kein Fan von der Quest. Muss ich ja wirklich sagen. Ach, das wird jetzt sowieso alles so. Das sind so... eklige Quests, die eigentlich nur noch kommen, bis auf eine, die ist noch ganz cool. Ach komm, jetzt sind wir hier gerade hier, jetzt gehen wir nach unten. Ich bin noch richtig, oder? Guck mal kurz, wir haben noch hier die Fokuskarte von Saturas. Ja, genau, da unten. Ja. Machen wir uns mal auf den Weg.